So, jetzt bin ich wieder zurück nach etwas längeren Zeitraum. Das letzte Update war ja der 5. Juni, wir haben jetzt den 11. Oktober. Wir haben mittlerweile, also ich habe etwas mehr als 200.000 Dollar nochmal draufgepackt. Ja. Ich werde die Abstände immer etwas größer halten, außer es passiert irgendwas, wo ich sage, hey, das muss ich jetzt zwischendurch in den Kurs hineingeben, aber das wären sonst viel zu viele Videos einfach zu schauen. Was habe ich in der Zwischenzeit gemacht, also 5. Juni und so, man sieht hier, ich habe sehr viel verdient, es ging dann wieder hinunter und teilweise sogar sehr, sehr stark hinunter und auch wieder runter auf nur ein paar hundert. Es war teilweise im Sommer über Juni, also Juli, August war Katastrophe, was Facebook angeht. Das ging sehr viel Dropship und so, man konnte zwar Umsatz erreichen, aber gewinntechnisch, der Algorithmus war einfach sowas von den Eimer. Aber ja, soll jetzt nichts heißen, es geht wieder aufwärtstrend, also man kann sagen, so ab September hat es wieder begonnen, dass es besser wurde, zum Glück, nicht nur bei mir, sondern auch mit den ganzen Kollegen, mit denen ich spreche. Aber lass uns jetzt mal über das Endergebnis reden, was wir bisher gemacht haben. Wir haben jetzt 336.922 Umsatz gemacht, also knapp 337.000 Dollar. Zeigt dir mal, das waren meine Facebook-Ausgaben. Also wir haben hier 177.000 Euro ausgegeben. Jetzt im selben Zeitraum, 1.1.2020 bis 11.10., wie du hier siehst. Und das sind umgerechnet, wenn man hier schaut, dieser Betrag sind 210.000 US-Dollar. Ich rechne jetzt alles in US-Dollar. Ja. Ich möchte dir nämlich zeigen, was habe ich gesamt an Umsatz bzw. Gewinn erreicht. Ja. Und jetzt konzentrieren wir uns bitte kurz mal hier auf den Bereich 2020. Ja. Weil der ist jetzt interessant. Das heißt, ich werde den kurz mal einrahmen. Dicken Rahmen rundherum. Fertig. Was haben wir hier gemacht? Also ich zeige dir kurz die Auflistung. Ich habe hier die Bundles, wie ich sie verkaufe. Ja. Dann was kostet mich ein Bundle? Das steht hier auch. Hoppla, hier habe ich jetzt einen Schwachsinn gemacht. Dann wie viel verkaufte Stück von diesen Bundles, also Kosten pro Bundle inklusive Versand hier. Ja. Ich habe jetzt sehr spät begonnen mit größeren Bundles zu verkaufen, bringe mir auf jeden Fall richtig viel mehr Umsatz und Gewinn. Die Marge ist natürlich viel, viel höher. Also dieses 4-Stück-Bundle kostet 40 Dollar und bringt natürlich viel, viel mehr Gewinn als dieses 1-Stück, was 20 Dollar kostet. Das heißt, hier haben wir jetzt die gesamten Produktkosten, bin ich gekommen auf 64.932. Die Facebook-Ads, die ich dir gerade gezeigt habe, die 210.000 umgerechnet, habe ich hier eingeplant. Das heißt, ich hatte Gesamtkosten hier von 275.402 US-Dollar. Meine Einnahmen, wie ich dir aber vorher gezeigt habe, waren bei 336.843. Das heißt, mein gesamter Gewinn von diesem Store liegt aktuell bei knapp 62.000 US-Dollar. Für den langen Zeitraum, wie der Store online ist, ja, bin ich absolut nicht zufrieden. Wir reden hier von 90% Gewinn, aber für das, dass Corona vorhanden war, dass Facebook 2 Monate richtig abgekackt ist und nicht wirklich gut funktioniert hat, kann ich hier zufrieden sein. Deshalb pro Monat ca. 6.143 US-Dollar Gewinn gemacht, was ja okay ist. Ja. Ich sage immer, okay, für einen, so wie du das jetzt gerade erlernst, ist das natürlich schon mega geil. Aber es ist absolut nicht zufriedenstellend, wenn man da schon einiges in Dropshipping drauf hat. Ja. Hier habe ich zum Beispiel zwischendurch am 2. Oktober habe ich einen kurzen Test gemacht, kurz eingerechnet. Der 2. Oktober hat mir 511 Dollar US-Dollar Gewinn gebracht. Ja. Wenn man jetzt schaut, der gesamte Oktober im Vergleich zum Jahresgewinn. Ja. Also ich habe vorher gesagt, habe pro Monat jetzt im Durchschnitt 6.143 US-Dollar Gewinn gemacht. Und wir haben jetzt den 11. Oktober und ich bin jetzt schon bei 4.145 US-Dollar Gewinn. Ja. Das heißt, ich komme jetzt dieses Monat, wenn alles so weiterläuft und ich meine Anzeigen auch weiter skaliere, mal ganz easy zwischen 10.000 und 15.000 US-Dollar an Gewinn. Was ich hier eben heraushole, vielleicht sogar mehr. Schauen wir mal, was Facebook zulässt. Der Algorithmus ist aktuell wieder sehr, sehr angenehm und zufriedenstellend. Schauen wir kurz einmal, okay, hier bin ich viel zu weit zurück, hier muss ich aufs Minus gehen. So, 1, 2 noch, ja, lassen wir das so. Ich habe hier eingestellt den 5.6., das war das letzte Datum vom letzten Video, bis zum 11.10., dass du hier nur siehst, hier sind einige, die, unten habe ich noch, also es ist ein bisschen gelaufen nach dem 5.6. und hier eben, was ich noch gemacht habe, die Broad Test, eine zweite Skalierung der Broad und eine 1.000 Euro Broad habe ich gemacht. Ja. Ist richtig gut gelaufen, das ist 11.000, 10.000 ausgegeben, 5.000 ausgegeben,
Kosten pro Einkauf waren akzeptabel und, und. Ja. Ich habe eine neue Broadband getestet, später, die hat leider nicht mehr funktioniert, weil diese haben irgendwann einfach nicht mehr, sie sind nicht mehr gelaufen. Das war leider in dieser Zeit, wo dann Facebook begonnen hat, richtig zu spinnen und einfach nichts mehr funktioniert hat. Ja. Ich habe dann sehr viel versucht, eine neue Broad in Juli, wie man hier sieht, mit 50, die am Anfang kurz gut gelaufen ist, dann wieder nicht. Dann habe ich eine Broad mit 500 getestet, die ist am Anfang gut gelaufen, am Ende dann wieder nicht mehr. Dann eine Lookalike auf Kauf konzentriert. Du siehst, ich habe überall Käufe generiert. Ich habe hier nochmal einen 800 Euro Broad gemacht. Kosten pro Einkauf waren nicht ganz zufrieden. Ich war aber auch nicht im Minus. Also ich habe immer ein bisschen Plus gemacht. Dann zwei Lookalikes für neue Videos geschalten. Ich habe sogar mit Facebook in Kontakt. Die haben mir gesagt, probier andere Videos, probier dies, probier das. Und konnten sich auch nicht erklären, woran es lag. Sie haben gesagt, das muss an den Algorithmus sein, weil sie haben viele solche Probleme. Denn normalerweise, du kannst dir in der Werbeanzeigenkategorie anschauen, wie ist deine Qualität deiner Anzeige, der Interaktionen und der Kaufrate. Und ich war überall überdurchschnittlich und trotzdem war einfach ein Riesenproblem. Dann habe ich hier Interest Test August skalierte. Man sieht hier eigentlich nicht so wirklich zufriedenstellend. Ich habe eine Broad CBO gemacht, eine Broad Only Facebook. Das ist Käufe generiert, habe ich ohne Ende, kann man nicht sagen. Aber auch hier eine Broad Test mit einem neuen Video, 26 Euro Kosten pro Kauf. Eigentlich nichts wirklich Interessen. September habe ich getestet, 100 Euro ausgegeben. Ja. Drei Verkäufe war, na, Kosten pro Kauf waren 97, die habe ich schnell wieder abgedreht. Das war ein kurzer Test, weiß nicht, was da der Fehler war, aber ja, hier habe ich noch einmal eine Broad getestet, Manual Bidding. Manual Bidding habe ich den Kurs eh erklärt, mit 7 Tage One-Day-Click, die war nicht ganz so ideal, aber jetzt gehe ich einfach mal auf alle Aktiven, die jetzt noch über sind. Das sind diese hier. Die Retargeting und so, das sind eh schon alte Interessenstests August. Man sieht hier, die haben alle ganz Ergebnisse, die ganz in Ordnung sind. Sicher nicht die besten, aber sie sind in Ordnung. Generieren alle auf jeden Fall Verkäufe nach wie vor noch. Und vor allem diese Broad ist ganz gut. Also die gibt immer nur Geld aus, wenn sie gerade passt. Und wenn es dann andere Tage hat, okay, funktioniert nicht, die habe ich hier, das kann ich eh nochmal zeigen, hier habe ich 1000 Euro Tagesbudget eingegeben, er gibt es aber nicht aus. Also heute ist zum Beispiel allgemein ein schlechter Tag, hier hat sie ausgegeben, aber auch noch nichts erreicht. Wenn wir jetzt die letzten 7 Tage schauen, die hat in 7 Tagen trotz 1000 Euro Tagesbudget, hat sie 1500 nur ausgegeben. Ja. Ja, sie ist eine Zeit lang jetzt nicht gelaufen, wenn wir auf die letzten 14 Tage gehen, schaut das alles schon wieder besser aus. Da müsste sie normalerweise 14.000 Euro ausgeben, wenn wir jetzt genau rechnen mit 1.000. Aber sie hat in dem Fall nur 8.000 Euro ausgegeben, weil sie einfach viele Tage nicht läuft und ja keine Umsätze generiert. Aber das ist aktuell so, was ich am Laufen habe. Ich habe hier noch einmal eine skalierte Interessenstestkampagne von September, die auch ganz gut läuft, auch guten Kosten pro Einkauf hat die letzten 14 Tage. Und hier habe ich eine neue Lookalikes, weil dadurch, dass meine Broad die letzten 14 Tage so gut funktioniert hat, habe ich aus diesen letzten 14 Tagen eine Käufer-Lookalike erstellt. Ja? Von 2%. Und die funktioniert richtig, richtig gut. Ich habe nur 100 Euro aktuell zum Testen. Man sieht hier, okay, ausgegebener Betrag. Gehen wir jetzt mal auf Laufzeit. Also wir sind dritten Tag jetzt online. Und hat 32 Käufe, 8,94 Euro Kosten pro Kauf. Wir können hier gerne reinschauen. Du siehst hier 2%. 100 Euro, ich habe hier noch ein 1% mit 200 Euro noch nicht aktiv geschalten, weil mich das einfach interessiert, wie gut läuft diese aktuell. Und da werde ich wahrscheinlich die 1%ige auch noch aktiv schalten und einfach schauen, was hier sonst noch passiert. Ja, ein kleines Update, also 60.000 Dollar Gewinn. Dieses Monat in Oktober sieht schon viel, viel besser aus. Ich werde dich auf jeden Fall weiterhin am Laufenden halten. Wie du hier siehst, jetzt ganz kurz vielleicht noch, meine aktuell aktiven Kampagnen haben eine sehr gute Kosten pro Handlung jetzt. Also Kosten pro Kauf sind 12,90 Euro, 1,72 ROAS im Durchschnitt, das passt an und für sich. Ja, einfach mein letztes Update jetzt, dass ich auf über 300.000 US-Dollar bin. Ich schaue mal, was ich noch rausholen kann dieses Jahr. Halbe Million sollte ganz easy drinnen sein. Dafür habe ich ja noch 2 Monate, also da sehe ich jetzt normalerweise kein Problem. Aber schauen wir mal, wie es weitergeht. Ja. Das war es auch schon zu dem Video. Wir sehen uns dann hoffentlich mit sehr vielen positiven Neuigkeiten im nächsten Video.